weil er seinen Sohn für einen Einbrecher hielt, feuerte ein Gärtnereibesitzer in der Nacht auf Dienstag 2 Schüsse aus einer Waffe der Marke Magnum ab. Eine Kugel verletzte den jungen Mann am Oberarm. Er wurde in der Chirurgie West behandelt. Primar Herbert Resch berichtet über den Gesundheitszustand des jungen Mannes. Naja, in der Nacht ist die Kugel entfernt worden, das Projektil. Es ist unter der Haut am linken Oberarm gelegen. Ein Kurzstreifschuss, aber dann doch eingedrungen unter die Haut. Aber keine weiteren Strukturen in der Tiefe verletzt. Die Nerven, Gefäße und Muskel sind intakt geblieben. Das heißt, ich nehme an, bin zwar kein Kriminalist, aber nehme an, dass die Energie, die Dynamik schon aus dem Projektil heraus war, sonst wäre es nicht einfach unter der Haut zu liegen gekommen. Es ist keine schwere Verletzung, insofern auch nicht, dass er wieder schon in wenigen Tagen nach Hause gehen kann und sehr wahrscheinlich keine Folgeschäden haben wird. Es geht ihm eigentlich physisch sehr gut. Natürlich will man jetzt nicht ausführliche Gespräche mit ihm führen in dieser für ihn auch sehr unangenehmen Situation, aber physisch geht es ihm problemlos. Und wird natürlich auch dann psychisch von uns betreut. Ja, er hat das selber eigentlich gar nicht so genau berichten können, wie es war. Das ist dann, die Informationen haben wir dann schon bekommen, auch er ist halt auch aufgestanden, aber man wusste nicht, dass er da ist, also sozusagen, weil man gemeint hat, dass er auswärts ist, aber das wissen die Eltern vielleicht besser als ich. Auf jeden Fall hat man mit ihm nicht gerechnet gehabt in dieser Nachtzeit. So ist es dann auch passiert, aber es kann kein direkter Schuss gewesen sein, soweit ich das einschätzen kann, denn so ein Schuss direkt wäre dann ein- und ausgedrungen wieder, also durchgegangen und so ist und nicht einfach unter der Haut liegen geblieben. Es muss also die ganze Dynamik schon heraus gewesen sein, also es muss ein Querschläger gewesen sein, so vermute ich.